Jetzt warten natürlich die Zuschauer auf Eltern aus Jemen, eingewandert sind. So, er wird hier abgelenkt. Er verbraucht keine Kraft, aber er verbraucht vielleicht Konzentration heute. Bei ihm so der Fall und zu ihm passt das auch irgendwie. Gewann einmal nach Punkten in seinem sechsten Fight gegen einen gewissen Peter Buck. Dauerten nicht länger als 3 Runden. Aber Oscar De La Hoya rutscht jetzt ja gerade schon ins Halbweltergewicht. Laval ist internationaler Federgewichtschampion und seine größten Erfolge. Um einen richtigen Weltmeistertitel hat er noch nie gekämpft. Ismael Fernandez aus Puerto Rico, und da schauen Sie schon mal, die Hose, Jemen, einen Schaukampf, da waren 10.000 Jemeniten da, und er sagt auch, also, bin auf die Welt gekommen, um König zu sein, Boxkönig. Prinz, der Spitzname, Brendan Ingel, sein Trainer und Manager mit, er wechselt die Auslage, wie er will, Achtung, da kommt die Rechte, da kommt die erste Rechte, und da waren alle überrascht, auch unsere Kameraleute. Und da kommt er. Nochmal die Rechte. Schluss machen. Noch eine. Und da ist er. Und was bekamen sie? Naja, das, was man einen Flaschenkampf nennt. Das Ganze hat gedacht, wenn ich ihn einmal treffe, dann wird der erste Schlag gleich. Der so, als er was sagen wollte, die Welt kann kommen. Nochmal, da war unsere Kamera. Die erste Rechte. Und er zieht seine Schuhe. Geboren in Sheffield. Und da war die Rechte. Er fintiert. Und nochmal. Auf Verzagen mit der Rechten. Ja, wir sehen das jetzt hier in der Zeitlupe. Ausreichend aber nicht. Und er soll spätestens im Mai vielleicht mal das wahre Gesicht sehen. Die Wahrheit über Nassim, amerikanischen oder südamerikanischen Fighter ihm gegenüberstehen würde.